Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge City Skylines hier in Lichten am Lorch und momentan diesen kleinen Ausschnitt. Ja, es geht weiter. Ich weiß noch nicht genau, was ich heute so groß vorhabe, weil momentan gibt es eigentlich bis auf die 90.000 Einwohner erreichen nicht so krass viele neue Großprojekte. Weil wir haben ja hier oben angefangen gehabt, unser Industriegebiet auszuweiten hier. Hier hinten, das ist alles ja kein Problem. Momentan gibt es an nichts einen Bedarf. Ich guck mal eben, wo überhaupt meine Wohngebiete jetzt sind. Das würde mich mal interessieren. Ah, hier unten habe ich angefangen, richtig neue Wohngebiete anzulegen. Wo bis jetzt, muss ich sagen, noch nicht so krass viele Leute hingezogen sind, ehrlich gesagt. Es gibt hier wirklich Schulen en masse. Aber noch nicht wirklich jemand, der hier wohnt, leider. Aber, na gut, das hier ist auch unser dicht besiedeltes Wohngebiet. Ich denke mal, wir könnten eventuell nochmal hier oben überhalb des Flughafens in der wunderhübschen Einflugsschneise. Beziehungsweise, weißt du was? Nein, das, wisst ihr was, Leute? Das machen wir anders. Nicht in der Einflugsschneise. Wir bauen hier hinten nochmal ein schönes Villengebiet, denke ich. War, naja, so ein bisschen im Einflussgebiet des Airports. Aber dafür mit hübschen Straßen. Und auf jeden Fall jeder Menge Parks. So. Einmal hier. Und weil es so viel Spaß macht, hier auch nochmal. Aber hier in der Mitte werde ich rein aus Spaßgründen, denke ich, so ein bisschen Abwechslung mit reinbringen. Zumindest so eine Art, wie soll ich sagen, Kreisel oder so ähnliches Gedöns mit reinbringen. So, zack. Dann das Ganze mit hier mit einer ganz kleine Straße gesehen. Das war einer nicht zu gerade verlaufenden, sondern immer hier leicht im Zickzack. So, von hier nach hier. Ja. So. Immer in einem leichten, hübschen Zickzack muss man, denke ich, mal verlaufen. Einfach hier so kleine, bisschen kleinere Straßen. Nicht so was allzu riesiges, sondern ich finde das ganz hübsch hier, so, so ein kleines hier. So, hier mit so etwas verzweigteren Wegen. Hier so. Natürlich ist das mit den Wegen immer ein bisschen dunkler, aber also hier ist ja nicht so viel krass viel Beleuchtung. Muss ich immer dazu sagen. Aber ich denke mal, das wäre machbar. Eventuell. So, ich mache jetzt einfach mal hier so ein bisschen rum.
und probiere hier mal so aus, was so hübsch aussehen könnte und so. Ich denke ungefähr so wird es im Endeffekt hier auch aussehen einfach. Und dann passt das schon. Und natürlich müssen jetzt auch hier so Sachen wie Parks dürfen mir auf keinen Fall fehlen. Auf jeden Fall hier. An jeder Ecke zumindest kommt mal schon mal ein japanischer Garten hin. Weitere Parks werde ich dann auch noch verteilen, aber ich denke mal, es ist schon mal ein ganz guter Anfang. So, zack. Zack, hier auf jeden Fall japanische Gärten überall. Dann, des Weiteren, hier auf jeden Fall so ein paar kleine Fahrradständerchen. Die werde ich nicht in regelmäßigen Abständen verteilen, sondern einfach hier so zickzack rein. So, bum bum. Finde ich dann vollkommen in Ordnung, wenn die nicht allzu regelmäßig sind. So, dann waren das diese. Natürlich kommen hier dann noch, ich denke, dann baue ich erst die anderen Straßen. Ich hatte dann einmal die Idee, dass hier noch einmal so Querstraßen durchgehen. Ungefähr auf dieser Höhe. Zack. Zack. Dann da liegt jetzt der Fahrradständer, das ist egal, dann baue ich halt nicht so symmetrisch wie sonst. Ist auch in Ordnung, man muss ja nicht immer symmetrisch bauen. Obwohl das auch seine Vorteile hat. Natürlich ist das weniger, also ist es anschaulicher, wenn es nicht 100% symmetrisch ist. Aber Symmetrie hat ihre Vorteile. Mal das mal so sagen darf. Es hat schon einen Grund, warum die in New York alles zickzack symmetrisch bauen. Okay, das gefällt mir dann doch nicht mehr. Der Park ist. Ja, oh, jetzt bin ich doch wohl nicht traurig im einen Park. Dafür kommen statt im einen Park werden jetzt immer hier noch immer überliegend Paradox-Plätze im Bild. Das ist eventuell Overkill der höchsten Güte, aber was willst du machen? Man tut ja alles, um seine Bürger glücklich zu machen. Ja gut. So, naja, sehr viel Auswahl an Plätzen hat es jetzt nicht. An Sorten, aber ich bin der Meinung, das passt schon. Sollen sie sich halt einer Parksorte zu fliegen geben. Besser ein Park als kein Park, ne? Dementsprechend ist das dann, denke ich mal, verständlich. Ich sage, ich mach das mal so. Das ist vielleicht am sinnvollsten. So. Jetzt muss ich doch mal einmal Wasser zwischendrin. So. Bewässert ist das Ganze jetzt. Parks. Dann werde ich hier auf jeden Fall noch. Die sind eigentlich versorgt. Aber ich werde hier an diese Hauptstraße einmal ein Krankenhaus setzen. Dann.
kommen hier rein, Krematoren. Nur so ab und zu mal, dass auf jeden Fall die auch abgedeckt sind hier. Mit hier irgendwo mitten rein kann vielleicht noch ein hübscher Friedhof. Ne, ist nirgendwo genug Platz, den tun wir einfach hier hin. Dann des Weiteren eine große Feuerwache. Kommt hier hin. Eine große Polizeistation direkt daneben. Und jetzt kommt Bildung. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Grundschule. Grundschule, Grundschule, Grundschule. Ich denke, es reicht, wenn ich eventuell einfach außenrum ein paar Grundschulen platziere. Müsste schon fast reichen hier von der Abdeckung. Wenn ich jetzt noch sage, kack hier irgendwo noch, das geht gar nicht. Hier noch eine Grundschule und hier noch eine Grundschule. So, dann müsste mit Grundschulen alles versorgt sein. Kommen direkt neben die Grundschulen noch Oberschulen. Die Dinger sind so verdammt riesig. Es ist echt unfassbar, wie groß die Dinger sind. Das heißt, mein Stadtgebiet ist schon auf 50% geschrumpft. Wegen diesen ganzen Gebäuden. So, und dann kommt hier in die Mitte... Mano, warum geht das nicht mehr? Da! Eine Kunsthochschule hin. So. Und dann kann ich jetzt sagen, das alles habe ich getan. Den Zuwachs an Normalbürgern. Ja, an gering besiedelten Wohngebiet. Das werde ich eventuell nicht hierhin platzieren. Weil das dann doch eine relativ schlechte Idee ist, das so dicht an den Airport zu platzieren. Ja, genau. Kommt hier lieber ein bisschen dicht besiedeltes Gewerbegebiet hin. Dafür eignet sich das Ganze jedoch eigentlich top. Ja, ich denke, das sieht ganz gut aus. Dann wird dieser Teil hier mit Büros belegt. So, dieser Teil nicht. Ja, Bürogebiet, genau, und Hotelgebiet. Da ist definitiv nicht so eine hohe Anfrage. Aber so langsam wird sich das Industriegebiet hier doch auch schon füllen, ne? So, die Nachfrage an Commercials steigt so langsam wieder. Das heißt, ich kann eventuell noch Commercials neu bauen. Ja, ist mir bewusst, Leute, dass ihr keinen Strom habt. Wisst ihr was? Ich mach das anders. Das war hier die Hauptstraße. So, zack. Und nochmal. Zack. Zack. Und jetzt kann ich hier einfach mit gering besiedeltem Gewerbegebiet vollknallen hier. Das wird eigentlich weniger das Problem, glaube ich, dass ich hier einfach die Hauptstraße noch mit Gewerbe mache. Und ach du Schande, ist hier ein Stau auf dem Knotenpunkt. Okay. Das heißt, ich müsste definitiv hier noch eine Straße. Eigentlich müsste das gerade gehen. Ich weiß nicht, wieso das nicht geht.
Eigentlich müsste die Straße sich jetzt doch absenken lassen. Wieso tut sie das nicht? Hallo? Ach so. Genau. So, und jetzt kann ich eigentlich hier eine Straße zumindest mal rüberlegen. Wieso auch immer das jetzt nicht geht. Wieso kann ich nicht unter der Autobahnkreuzung durch? Okay. Nein. Erstens mal muss das so eine Straße werden, das heißt hier anfangen. So, und jetzt muss hier auf jeden Fall muss ich hier einmal so auch immer das hier unten nicht funktioniert. Okay, dann ist das hier darüber und dann Fälle zum Sperrort gelegt. Da geht's. Na gut. Muss ich das irgendwie so anbinden, was total hirnrissig und bescheuert ist. Ah, hier geht's auch noch. Das heißt, ich werde einfach hier unten und außen noch eine Fälle zu Störort gelegt. Was soll das denn? Hier irgendwo ging das doch gerade hin. Zack. Dann habe ich hier eine Autobahntunnel. Und noch einen Autobahntunnel. Sollte auf jeden Fall die Straße hier oben entlasten. Ich mal überlege, eigentlich müssten hier unten eine ganze Menge jetzt langfahren können. Müsste hier die Kreuzung extrem entlasten. Weil die können ja einfach da rein. Und hier raus. Fertig ist der Lachs. Müssen sie gar nicht mehr über diese blöde Brücke da. Aber gut. Das müssen die Leute ja selber wissen, ne? Müssen die Leute halt wissen, wie sie das machen wollen. Ist jetzt im Endeffekt nicht. Na gut, es ist mein Problem. Aber, das ist nichts, was ich jetzt so hoppladihopp lösen könnte. Deswegen. Oh Gott. Ja, da ist keine Stromverbindung. Das ist mir bewusst. Halt eben von hier nach hier Strommast ziehen. Und von da. Da. So weit. Sonst von da. Da. So. Das müsste jetzt eigentlich auch Strom geben. Ah, siehe da, wir haben Strom. Strom. Und ja, Quatsch. Sorry Leute, da war ich kurz weg. Auf jeden Fall werde ich hier hinten gleich noch einen Güterbahnhof bauen, denke ich mal. Das ist mit bei Industrie immer eine gute Idee. Eigentlich. Das heißt, ich werde hier auch komplett Industriegebiet ausweisen. So, das kann alles verschmutzt werden, das ist mir dann egal. Na gut, egal ist es mir nicht. Natürlich, Umweltverschmutzung ist immer ein Problem, um das man sich auf jeden Fall kümmern sollte. So, und zwar ist das ein Bahnhof. Das hier ist der Güterbahnhof. Und wenn ich mir das so richtig angucke, kann ich den hier anschließen. Dann werde ich den hier verbinden. G-
kann ich den damit verbinden. Und das Ganze hat sich eigentlich. Dann werde ich nur noch einmal eben hier eine, sozusagen eine Ersatzstrecke bauen, wo der Zug dann langfahren kann, wo er sich das Ganze mit dem hier ab und auf sparen kann. Aber eigentlich müsste hier hinten kein Problem sein. Strom wird der erst haben, wenn das Industriegebiet weiter erschlossen wurde, denke ich mal. Ja, hier unten, genau, hier sollten meine Klärwerke hin. Das, oder meine Wasserpumpstationen eigentlich. Streng genommen. Und, deswegen werde ich gleich mal gucken, wo hier nochmal die Bäumchen waren. Nee, sind hier ganz normale Bäume? Wo waren die denn jetzt? Die sind irgendwie, die waren doch immer hier, dachte ich. Parks und Plätze. Meine schöne Sportarena. Ah, die haben, genau, die sind mit dem Update hier reingekommen. Die Bäume. Deswegen werde ich jetzt mal kurz hier einmal den Pinsel nehmen und hier einmal kräftig drüber pinseln. So, zack. Damit man halt sieht, dass hier die magische Grenze beginnt. Im Dunkeln sieht man da natürlich nichts von, aber dass ich da eigentlich keine Gebäude habe. Einfach hier überhaupt keine Gebäude hin. Deswegen werde ich hier einfach hier so Gedönse platzieren. Also hier kann man jetzt, glaube ich, sehr viel mehr im Landschaftseditor machen. Das finde ich echt cool. Hier auch Tunnel und alles. Also hier gibt es jetzt einen richtigen Geländeeditor. Aber damit werde ich mich jetzt nicht auseinandersetzen. Das ist auf jeden Fall ein bisschen zu viel Arbeit. Aber ich kann dann direkt mal gucken, Müllverbrennungsstatus ist noch im grünen Bereich. Weil hier hinten wird anscheinend nichts abgeholt. Und wisst ihr was, ich kann eigentlich ins Industriegebiet auch direkt ein großes Recyclingzentrum noch reinbauen. Ach, da ist schon eins. Aber dann packe ich hier irgendwo noch ins Industriegebiet auch noch ein weiteres großes Recyclingzentrum. So, zack, großes Recyclingzentrum. Dann Strom. Alles safe. Wasser ist auch noch im grünen Bereich. Suppe, Müll ist definitiv in Ordnung. Grundschule, Oberschule, Unikapazitäten, alles sehr gut. Bis auf dem Gewerbegebiet sind die Bürger alle sehr glücklich. Muss ich gleich mal gucken, woran das liegt. Bestattungswesen. Oh, Friedhofsauslastung, okay. Das ist kein Problem, Wind brauche ich jetzt nicht, Verkehr. Ja, das ist mir bewusst, dass hier richtig ein Knotenpunkt ist. Aber es wird jetzt so ein bisschen zumindest durch diese Tunnels hier entlastet. Was eine super Sache ist, dann braucht man nicht, wie früher teilweise gemacht wurde, einfach eine Autobahn quer durch die Stadt bauen. Kann man auch einfach einen dreispurigen Tunnel einmal quer durch die Stadt ziehen. Das ist auch kein Problem. Das kann man hier ganz gut sehen. Das ist mein momentanes Tunnelsassen. Und das kleine ist ja, wie gesagt, mein U-Bahn-Netz, das hier so ein bisschen komisch durch die Gegend klüngelt. Und das große ist mein Straßennetz. Mein unterirdisches. Was eigentlich echt cool ist. Hier hinten in Bürotopia. Ja. Auf der anderen Seite habe ich noch nichts gemacht. Genau, dann möchte ich einmal hier hinten. So, jetzt bin ich wieder da, sorry. Weil die geht andauernd wieder aus. Entweder ist kein Platz oder ich weiß es nicht. Muss mal eben gucken, aber ich wollte noch eben, bevor ich das beende hier,
ist die Spezialisierung? Stadtviertel, genau. Das wollte ich gucken, ob ich das mit dem Pinsel... Den Pinsel kann ich leider nicht vergrößern. Da rege ich mich schon die ganze Zeit immer drüber auf. Aber kommt mir auf jeden Fall relativ groß vor jetzt. Vielleicht haben die ihn auch vergrößert. Weil, naja, man tut ja normalerweise nicht so Mini-Stadtviertel nur anlegen. Deswegen muss ich mal eben hier... Genau, einmal hier so, zack. Ja, ist okay. Music Conservatory steht in Flammen. Das ist mir ja egal. Eigentlich. Streng genommen müssen das Piepwurst egal sein. Oder kann es mir eigentlich auch egal sein? Da ich hier eine Feuerwehr, da ich hier die Feuerwehr habe. Das ist auch schon wieder gelöscht oder abgebrannt, ich weiß. ja, Frühlingsplatz geht schon mal nicht, sondern das ist der... Green Garden... Nicht das ganze Mal. Einfach. Ich weiß, ich bin langweilig. Aber langweilig ist okay. Hier oben ist jetzt der Green Garden Square. Ein hübsches Wohngebiet. Und hier hinten, das Industriegebiet hat, glaube ich, auch noch keinen Namen. Hier unten ist mein hübsches Holzapfel. Weizacker. Was irgendwie, glaube ich, inzwischen... Ja, nicht mehr Industriegebiet ist. Bürotopia, der Natur- und Freizeitpark Lichten, Kaufrausch, Wasserufer. Das ist doch schön. Und dann noch eben einmal schnell hier hinten. Ja, da ist die Aufnahme wieder abgeschmiert. Ich muss gleich mal gucken, was da echt los ist. So. Dann einmal noch hier hinten. Vogelsangpark werde ich das bestimmt nicht nennen. Kannst du mich mal am Arsch lecken spielen? Das ist. Vogelsangpark ist sicherlich kein Name für ein Industriegebiet. Definitiv nicht. Sondern das Ganze nennt sich jetzt Industrial Valley. So. Ups. Industrial Valley. So. Fertig. Industrial Valley. Der blöde Kackvogel kann sich mal wieder verpissen. Industrial Valley. Und das brennt. Finde ich ehrlich gesagt weniger gut. Deswegen packe ich hier direkt eine Feuerwehr hin. Wir müssen da eigentlich eine haben. Aber bis die ankommt, Na komm, packe ich hier noch ein großes Krankenhaus rein. Und eine große Wache. So. Damit sie alles haben. Ich glaube, das brauchen sie ehrlich gesagt weniger. Sie freuen sich doch immer über einen Tennisplatz, glaube ich. Oder? Leute, freut ihr euch über einen Tennisplatz? Würde mich mal interessieren. Ja, geht so. Ah, die da unten freuen sich auf jeden Fall mehr über einen Tennisplatz.
War hier nicht der Paradoxplatz der Knüller? Oh ja, auf jeden Fall ist das der Knüller hier hinten. Ist eine super Sache, der Paradoxplatz. Dann platziere ich hier einfach mal so ein bisschen. Und damit verabschiede ich mich schon wieder für die heutige Folge City Skylines aus Lichten am Lorch. Wir sind fast bei den 90.000. Vielleicht schaffen wir das ja nächste Folge. Dann damit sage ich Dankeschön fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. We'll be right back.